Hallo und herzlich willkommen zurück zu Professor Layton und Joey. Und Joey, ja. Wie ihr sehen könnt, es wird Mark gerade zum Tier, zum Löwenbändiger. Ey, das macht man nicht. Das ist Simba. Ich dachte, das ist Joey. Joey Simba ist. Joey Simba. Ah! Oh, schick. Kriegsverletzung. Möchtest du noch eine Weile mit ihm weiterspielen? Ja, gerne. Und außerdem, das macht man nicht. Das ist Tierquälerei. Ja, Joey, hör auf damit. Das ist Tierquälerei. Okay, während du also weiter arme, kleine Kater quälst. Ich quäl ihn doch gar nicht. Er quält mich. Ja, ja. Du bringst ihn nur in so eine Lage, dass er sich wehren muss. Nee, währenddessen, Wupp. Mach mal noch deinen Reißverschluss zu. Ich mach meinen Reißverschluss auf. Für dich. Nein, ich weiß schon, warum ich so tief sitze. Oh. Ich weiß nicht warum. Hab ich nicht kapiert. So, jetzt haben wir auch wieder Leitern mit dabei und wir können fortsetzen. Gerne. Ja. Forschungslabor B. Ja, du kleiner Süßer, du. Ja. Was bisher geschah? Die Karte aus der Atlantischen Kuppel hat die. Und immer das Gleiche. So, uns fehlt nur noch ein Ei. Ei. Jetzt können wir endlich die Berge auswählen. Yay. Sieht aus wie Holland. Da haben wir bestimmt jemanden namens Rudi. Nee, ist aber hübsch. Die haben schon die Energiewende hinter sich. Die sind auf Windkraft umgestiegen. Puh, das war vielleicht ein unruhiger Flug. Ich hatte schon Angst, die Bostonius würde sich überschlagen. Gehe ich recht in der Annahme, dass alle Anwesenden wohl auf sind. Aua! Natürlich, Raymond. Und machen Sie sich keine Sorgen wegen Luke und seinem Gejammer von eben. Sie sind gemein, Emmy. Das ganze Schiff hat gerüttelt wie verrückt. Und nur weil Sie keine Angst hatten, brauchen Sie sich noch lange nicht über andere lustig zu machen. So. Ich fürchte, auf so starken Gegenwind war ich nicht vorbereitet. Ich bin untröstlich, dies nicht vorausgesehen zu haben. Gehen Sie nicht zu hart mit sich ins Gericht. Das Wetter ist nun wirklich schwer vorherzusagen. Ich spüre etwas. Herr Professor, hören Sie auf damit. Das Licht von Aslant leuchtet hell in dieser Gegend. Oh, wirklich? Nein! Hab euch nur verarscht! Schätzt ihr deiner Sache sehr sicher zu sein, Aurora? Es ist, als ob ich geleitet würde. Geleitet von einer sehr starken Macht. Ja, das wollten wir gar nicht wissen. Er graute. Ja. Glaube ich. Schließlich gehörst du auch zu der Resident Evil Fanbase, die zu alt ist für neue Spiele. Nein! Doch wohl! Stimmt. 30 bis 40. Alter, was keiner weiß, ich bin schon 38. Nee, du bist zwar. Eigentlich bist du ja 82. Nee. Nee, doch nicht? Nee. Bist du 92? Nein. 72? Mhm. Ah! Mach mich hier nicht jünger als ich bin. Nicht älter als ich bin. Nun, das ist doch ein gutes Zeichen, nicht wahr? Es scheint, als zeigten uns die Aslanti, wohin wir gehen sollen. Entschuldigung, aber wenn du mal bei manchen Rätseln immer so alt aussiehst. Ich bitte Sie inständig, große Vorsicht walten zu lassen. Ich werde wie immer hier die Rückkehr der Herrschaften erwarten. Okay. Ja, ja. Aber was erwartet uns wohl jetzt hier in diesem Windmühlenort? Windmühlen! Und Ort. Und Ort. Mann, haben wir hier viel Landschaft. Und Ort. Sehen Sie nur, was für eine Aussicht. Von hier oben kann man meilenweit sehen. Ich würde meilenweit sehen für eine Camel. Kennt schon keiner mehr die Werbung. Ich auch nicht. Der Name dieses von hohen Bergen umgebenen Dorfes lautet Hoogland. 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 Das ist auf jeden Fall
Dings. Ich habe an Peter Pan gedacht. In erster Linie sind wir Landwirte. Landwirte. Ach du liebe Güte, es ist schrecklich. Windig hier oben, nicht wahr? Fast weht es mir den Zylinder vom Kopf. Dem kann ich nur beipflichten, Herr Kollege. Um diese großen Mühlenflügel anzutreiben, ist sicher ein starker Wind vonnöten. So etwas führt an die Kräfte der Natur, eindrucksvoll vor Augen. Wirklich spektakulär. Und wenn hier auch noch ein Ei zu finden ist, wie Aurora glaubt, ich kann es gar nicht erwarten, die Gegend zu erkunden. Mann, wie der Wind hier bläst. Soll ich Ihnen mal zeigen, dass ich das auch kann? Ich will nicht wissen, wie oft sowas schon in intimsten Momenten passiert ist bei Leuten. Haha! Und sicher gibt es hier für Sie auch ausreichend Gelegenheit, Ihr fotografisches Talent unter Beweis zu stellen, Emmy. Definitiv, ich werde den Auslöser nicht zur Ruhe kommen lassen. Aber, oh, Vielleicht stellt sich ja dieser freundlich aussehende Herr dort drüben als Motiv zur Verfügung. Sören, oh Gott! Dieser freundlich aussehende Herr! Herr Kuh, Herr Mu. Das ist Herr Kuh. Nachname Les. Kuh-Les. Herr Kuh-Les. Oh. Bom, bom, bom. Und dann gibt's ja noch die andere Variante von denen. Das ist Herr A.Kles. Stimmt. Holzhackbeil, ich meine. Holzhackbeil! Alter, das könnte wirklich... Ich hol mein Holzhackbeil! Das finde ich wirklich geil! Alter, ey, der sieht aus! Das ist was für dich! Ich meine, den würde ich auch so... Ich weiß nicht, den würde ich bayerisch sprechen. Ist das gemein? Nein. Sind das Tiere? Sie fühlen sich weich an. Oh, Herr Professor. Ich wünschte, alle Tiere wären so flauschig. Ist das da ein Tier in Ihrer Hose oder freuen Sie sich, mich zu sehen? Aber es fühlt sich doch gar nicht weich an. Nicht mehr. All diese grünen Wiesen müssen ein Paradies für Tiere sein. Ah, ein Hoppelhäschen. Schau mal, Aurora, wie süß das Häschen ist. Ah, kennst du auch Dornröschen? Oh, es hat ein Rätsel für uns. Ende des Gesprächs und Anfang des Rätsels. Das ist doch schön. Oh, 20 Pickerrats. Hasenheimkehr. Starker Regen hat den Nachhauseweg mehrerer Hasen durcheinander gebracht. Wie sollen sie sich hier noch zurechtfinden? Kannst du die Pfade neu anordnen, damit die Hasen wieder in ihre Häuser kommen? Das Pfadsystem besteht aus 4 Teilen, die du gegeneinander austauschen kannst. Kannst du den Hasen den Weg nach Hause wieder ermöglichen? Mal gucken. Sollte ja nicht so lange dauern, vielleicht. Das nicht. Aha. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass... Kann man die drehen? Kann man die drehen? Nein, die kann man nicht drehen. Die kann man nur tauschen. Was sollen diese Schnupsel da außen denn bedeuten? Diese Schnupsel am äußeren Rand, was sollen die denn bedeuten? Aha! Fertig! Aber ich frage mich trotzdem, was diese Schnupsel bedeuten sollen. Das sind einfach nur so eine Eingänge, von denen aus man auch an diesen... Ah! Daran kann man sich orientieren. Die müssen nämlich alle auch an Weg ran... Na, auf jeden Fall, das passt so, ne? Ja. Ja. Also mal sehen. Mensch, für 20 Pickerrat war das aber echt... Schwer. Nein, eigentlich nicht. Echt geeignet. Gut gemacht, Seikai. So können die beiden Hasen wieder problemlos nach Hause gehen. Weißt du, was das ist? Das ist so eine dieser Szenen, wo jemand durch eine Tür rauskommt und wieder in eine andere reingeht und dann durch eine ganz andere wieder rauskommt. Diese, du kennst das, diese Standard-Slapstick-Szene.
Hasenheim kehrt zur Gerichtsakt hinzugefügt. Wie süß das Häschen doch ist. Ob ich es auf den Arm nehmen kann? Hey Häschen, du bist in Wirklichkeit ein Wolf. Jetzt habe ich dich auf den Arm genommen. Ich glaube, das ist nicht so gut, Aurora. Hey! Ein guter, wenn auch gefährlicher Ort, um Wäsche aufzuhängen. Bei diesem starken Wind wird die Wäsche bald trocken sein. Ich hoffe nur, sie haben auch starke Wäscheklammern. Und gefunden haben wir Well, das Windrad! Aber wo könnte noch eine Hinweismünze versteckelt sein? Ich denke mal, wir haben noch mindestens eine. Die Kuh vielleicht dann auch noch ansprechen irgendwann? Ah! Eine Kuriosität. Sicherheitshammer. Ist ja der Hammer. So. Wo könnte noch was sein? Hier auf dem Boden. Es scheint so, als hätten wir alles Mögliche schon gefunden. Die Windmühle ganz oben auf dem Berg? Nee, ist nix. Da auch nicht. Da auch. Da war was schon. Ja, dann. Cool. Ja, dann. Dann erstmal das Rindvieh ansprechen. Bling. Oh, die ist wirklich riesig. Sie fühlt sich ja ein frohes, sorgloses Leben. Die liefert irgendwann glückliches Fleisch von glücklichen Kühen. Professor, diese Kuh will nicht mit mir sprechen. Bewundernswert, wie sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ihr so süß. Hey! Oh, der hat nichts. Oho, Reisende, nicht wahr? Das weiß ich. Achso, es war bestimmt nicht einfach, dass ihr danach aufgekommen seid. Entschuldigen Sie bitte, mein Herr, dürfte ich Sie wohl fotografieren? Oho! Nee. Den muss ich anders sprechen. Modo Frau Gieren. Ja, gönn mal. Gnädam. Gnäfräulein, oder? Gnä, wie hat er immer gesagt? Gnäfrau. Gnäfrau, genau. Ja, dann werfe ich mich mal lieber in Bose, eh? Oh, großartig, das wird ein wunderbares Foto. Ah, oh, sehr schön. Noch eins. Ja, ja, Tanz für die Kamera. Oh, sie liebt dich. Jetzt langt's aber, du. Wir wollen doch bestimmt mit ihrem ganzen Film an mich verschwenden. Gleich fängt die Hochzeitszeremonie an. Oh! Eine Hochzeit. Oh, wie wundervoll. Heute ist sicher ein perfekter Tag zum Heiraten. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Hoho. 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 Hübschungsmodel wie du brauchst sicher, eine gute Brautabgänge. Haha, wenn sie das sagen. Ja, das tue ich. Gnäfrau. Jetzt beeilt euch aber besser, wenn ihr die Braut sehen wollt. Ne? Wir sagen uns später, ne? Können wir uns das ansehen, Professor? Bitte. Ich würde noch zu gerne eine Hochzeit hier in Hochland miterleben. Obwohl ich noch gar nicht mal weiß, wie Hochland aussieht. Haha. Vergessen Sie nicht den Zweck unserer Anwesenheit hier, Emmy. Allerdings spüre ich auch eine gewisse Neugier. Zum Heiraten. Luke! Aber Herr Professor, mein Fuß ist noch nicht erholt vom letzten Mal. Keine Sorge, Professor, wir werden diesen Ort mit tollen Hochzeitsvideos und einem asiatischen Ei verlassen. Einem asiatischen Ei, ja. Ja. Das hoffe ich, Emmy. Nun, lasst uns weiter das Dorf erkunden. Ich wette, es ist das Hochzeitsgeschenk. Kling! Sandwich. Ah, Sandwich. Wegessen. Oh, der Wind hier ist deutlich spürbar. Stimmt was nicht, Professor? Nehmen wir uns besser in 8. Oder in 9. Oder in 17. Nee, so schlimm ist es nicht. Alle Wetter. Ah,
was in aller Welt war das? Mich wundert nur, dass keine Häuser fortgeweht wurden. Weißt du was? Das gehört noch in meine, das gehört noch in meine Sammlung von Leighton-Stöhnen. Müsste man mal wirklich aus allen Cutscenes was raussuchen und daraus. Randall!